Warum hast du mir geholfen zu fliehen? Erinnerte sich Wolf an die erste Frage, die er dem Wüstenspringhund nach ihrer Flucht in einer Nische der Stadtmauer gestellt hatte. Man tut, was man kann, hatte Ailo geantwortet und sich die Pfoten geschleckt. Außerdem hat mein Frauchen es mir befohlen. Wolf hatte sich umgesehen und sein schneller Atem hatte sich allmählich beruhigt, als ihm klar wurde, dass er in Sicherheit war. König Gitzo entkommen zu sein, erschien ihm wie ein Wunder. Er fühlte sich, als könnte er nach dieser Erfahrung trotz seiner Erschöpfung mit allem klarkommen. Doch er wusste auch, dass dieses Gefühl nicht von Dauer sein würde. »Solange Gitzo lebt, werde ich nicht sicher sein«, murmelte er jetzt im Halbschlaf. Der Hund hatte ihn längst verlassen und seither hielt sich Wolf versteckt. Er hatte Anschluss bei einer Gruppe von Obdachlosen in ihrer Like gefunden, die ihn wegen seiner Fähigkeiten als Dieb und Spion aufgenommen hatten. Er schlief in einer löchrigen Wolldecke. Es regnete leicht, weshalb sich die Gruppe unter einer Brücke zurückgezogen hatte. Wolf dachte an Shiva und sein Magen zog sich zusammen. Halb träumend, halb wach vergoss er brennende Tränen. Er wusste nicht, wie es weitergehen sollte. Ihm war auf diffuse Weise klar, dass er in seinem Leben noch viele Tränen vergießen würde. Die Welt seiner Träume umfing ihn wieder und er ließ sich dankbar von ihr umschließen. Solange Gitzo lebt, werde ich nicht sicher sein, ging ihm noch einmal durch den Kopf. Ein weiteres Mal durchlebte Aaron die Situation, dass er ein Mädchen zurückließ. Zuerst begehrte Lea auf. Kleine Zornesfalten entstanden zwischen ihren Brauen. Die Röte stieg ihr in die Wangen. Sie argumentierte, schimpfte. Dann versuchte sie, Aaron zu erpressen. Als das nichts half, stritt sie mit Neljina und wollte sie auf ihre Seite ziehen. Schließlich begann sie sogar zu weinen. Doch als sie begriff, dass ihr Bruder sich durch nichts erweichen ließ, hörte sie auf. Mit verschränkten Armen und zusammengepressten Lippen starrte sie ihm nach. Die Abenddämmerung verschluckte Drachen und Reiter bald. Doch Lea stand noch lange da und zwang sich, Aarons Entscheidung zu ertragen. Den letzten gemeinsamen Tag hatte Aaron damit verbracht, für Leas Sicherheit zu sorgen. Er hatte einen rot gemusterten Läufer beschworen, der 2x1 Meter maß. Er verhexte ihn auf verschiedene Weisen und erklärte seiner kleinen Schwester, wie er funktionierte. Sie sollte nur noch auf diesem Teppich schlafen. Mit einem Gefahrensensor ausgestattet, würde der Teppich sich mitsamt der Ruhenden schwebend aus der Höhle bewegen und automatisch 30 Meter in die Luft steigen, wenn irgendetwas nicht stimmte. Das war für den Fall gedacht, dass sich zum Beispiel Appen näherten. Außerdem konnte Lea auf dem Teppich nach ihrer Like reisen, sofern sie sich entschloss, Rosalies Einladung anzunehmen. Aaron achtete jedoch darauf, dass der fliegende Teppich nur begrenzte Entfernungen zurücklegen konnte, da er befürchtete, Lea würde andernfalls den Plan fassen, ihm und Neljina auf dem Läufer zu folgen. Außerdem überließ er ihr ein Messer, das unter anderem zur Selbstverteidigung genutzt werden konnte. Trotzdem stimmte Lea die Tatsache fassungslos, dass er sie einfach zurückließ. Mutterseelen allein. Ihr Kopf war wie leergefegt. Was sollte sie jetzt machen? Was sollte sie anfangen? Nur mit sich selbst?
Ritt links saß Aaron auf Nelina und hielt sich an ihren Schuppen fest. Immer wieder hob es ihn leicht von seiner Sitzschuppe, wie auf einer Wippe mit einem schwereren Partner. Er musste sich ununterbrochen festhalten, meist mit beiden Händen. Trotz einiger Schichten warmer Kleidung, seiner Mütze und dicker Fingerhandschuhe schüttelte es ihn manchmal vor Kälte, so dass er zusätzlich zu seinen Kleidungsschichten Wärmezauber einsetzte, um nicht zu leiden. Als sich seine Sinne nach den ersten Augenblicken in der Luft an die Schnelligkeit gewöhnten, wallte in Schüben Begeisterung in ihm auf, unterbrochen von Übelkeit, Schweißausbrüchen und Schwindelgefühlen. Der Drachin war es nicht schwer gefallen, den Ursprung des Soges über den Wolken wiederzufinden. Aaron spürte nichts von dieser Anziehung, und als Nelina sich der Strömung hingab, nahm der Reiter den Übergang in die andere Welt kaum wahr. Er stellte nur einen leichten Rückgang der Luftfeuchtigkeit fest und bildete sich zumindest ein, dass es plötzlich anders roch. Nichts von dem, was er sich vorgestellt hatte, war eingetreten. Keine Strudel von Farben, durch die sie schleudern würden, keine vorbeischießenden Planeten, keine göttliche Musik, nicht mal ein Regenbogentor. Aaron erkundigte sich nach Nelinas Sinneseindrücken, die viel stärker ausgeprägt waren als seine menschlichen. »Wir sind über einer riesigen Wüste«, rief sie über die Schulter. »Kein Wölkchen ist irgendwo zu sehen. Es ist Nacht, aber bei Tag wird es hier glühend heiß. Ich sehe keine Tiere oder Pflanzen. Lebensfeindliche Gegend.« »Fliegen wir nach Osten«, schlug Aaron vor, doch Nelina zog weiter ihre Kreise in der Luft. »Ich weiß nicht, wo Osten ist«, gab sie zu. »Das Firmament ist völlig anders. Vielleicht finde ich die Himmelsrichtungen, wenn die Sonne aufgeht.« Aber sie klang nicht überzeugt. »Dann flieg nach da. Siehst du die beiden funkelnden rötlichen Sterne?« Aaron deutete in eine Richtung. Sogleich machte Nelina sich auf den Weg. Bald darauf hellte das Schwarz der Nacht auf. Die Sonne in dieser Welt musste sehr viel größer sein, oder sie war näher, oder sie stieg schneller, denn ungewohnt rasch brach der Morgen an. Dann erkannte Aaron seinen Irrtum. Sie mussten sich unendlich fern ihrer Heimatgalaxie befinden, denn am Himmel dieser anderen Welt leuchtete nicht der eine bekannte Feuerball, sondern zwei fremde Sonnen. Der berittene Drache hielt direkt auf die gleißenden Sonnen zu. Binnen weniger Augenblicke entfalteten die Himmelskörper eine bizarre Hitze. Aaron hatte den Eindruck, viel zu nah an einem prasselnden Lagerfeuer zu sitzen. Ihm war nicht einfach nur zu heiß. Er hatte das Gefühl, auf hoher Flamme gebraten zu werden. »Wir müssen umkehren«, rief er gequält. »Eine andere Richtung einschlagen.« »Nein«, widersprach Nelina. »Das würde nichts an dieser Höllenglut ändern. Außerdem sagt mir mein Instinkt, dass unser Ziel vor uns liegt. Wir halten Kurs.« Aaron überlegte, wie er sich mit Hilfe einer Hexerei vor der ungeheuren Kraft der beiden Sonnen schützen könnte. Weil ihm nicht sofort etwas einfiel, begann er zunächst, überflüssige Kleiderschichten abzustreifen. Die Kleidungsstücke ließ er einfach verschwinden. Er konnte ja jederzeit wieder welche heraufbeschwören, sollte ihm jemals wieder zu kalt sein, was er stark bezweifelte. Die Mütze ließ er auf, damit sie seine alte Kopfverbrennung bedeckte und schützte. Schließlich versuchte er sich an einem Kältezauber. Er hatte diese Art der Magie nie benutzt. Es kam eigentlich nicht vor, dass ihm zu heiß war. Er mochte Hitze. Trotz seinem Erfahrungsmangel gelang ihm der Kältezauber gut.
Da änderte sich abrupt die Landschaft unter ihnen. Sie ließen die Wüste hinter sich und flogen jetzt über eine Steppe, die mit hohem Gras bewachsen war. »Hier leben kleine Tiere«, behauptete Nelina. »Ich höre, wie sie vor mir fliehen und sich wegducken.« Doch Aaron interessierte die Flora und Fauna dieser Welt momentan herzlich wenig. Eine andere Erkenntnis zog seine Aufmerksamkeit in ihren Bann. Die Sonnen bewegten sich nicht. Sie wanderten nicht über den Himmel, sondern verharrten glühend am Horizont. »Die Sonnen steigen nicht«, teilte er Nelina mit. »Wie sollen sie dann abends untergehen?« »Genauso, wie sie aufgegangen sind«, erwiderte Nelina. »Hast du das nicht mitgekriegt? Die beiden roten Sterne, nach denen wir uns gerichtet haben. Sie haben sich ganz plötzlich in diese Sonnen verwandelt.« Trotzdem kaute Aaron weiter auf seinen Lippen herum. Irgendwie behagte ihm diese Situation nicht. »Das bedeutet, dass sich dieser Planet nicht dreht«, meinte er schließlich. »Na und?«, fragte Nelina. »Du musst diese Welt nicht verstehen. Du musst nur den Treffpunkt der Drachenkrieger finden.« »Der eiserne Turm im tiefen Tal der Drachenberge«, wiederholte Aaron die Worte seiner Tante wie ein Mantra. »Ich sehe nirgendwo ein Gebirge.« »Ich habe in der Wüste eins gesehen«, bemerkte Nelina. »Warum hast du das nicht gesagt?«, rief Aaron. »Du weißt doch, wonach wir suchen.« »Ja«, entgegnete Nelina, »aber es war eine Täuschung. Du hast es nicht gesehen. Das ist der Beweis.« »Eine Luftspiegelung?«, hakte Aaron nach. »Eine Fata Morgana in Gestalt eines Gebirges?« »Wie auch immer du es nennen magst, es verschwand jedenfalls ganz plötzlich wieder.« »Kehr um«, befahl Aaron. »Wenn du meinst«, sagte Nelina gedehnt, »aber das ist Zeitverschwendung.« Sie flog eine elegante Schleife und bald hatten sie die Wüste wieder erreicht. Aaron lutschte an den Überresten eines Eiszapfens, den er zum Stillen seines Durstes heraufbeschworen hatte. Die Drachen sauste in weiten Kurven über die Dünen hinweg. Angestrengt blickte Aaron hierhin und dorthin. Doch als Nelina einen erschrockenen Satz in der Luft machte und ihm erklärte, das Gebirge sei plötzlich wieder aufgetaucht, sah er nichts. »Ich kann es nicht sehen«, rief er aufgeregt. »Aber flieg dahin!« Sie änderte den Kurs und flog schnell und schneller. Trotzdem, nach einigen Augenblicken, wurde sie wieder langsamer und wandte suchend den Kopf. »Es ist wieder verschwunden«, mutmaßte Aaron. Nelina bejahte. »Weißt du noch, wo du es gesehen hast? Flieg dorthin«, forderte Aaron sie in Ermangelung einer besseren Idee auf. Er merkte, dass ihm das Herz bis zum Hals schlug. Sie waren ihrem Ziel nahe, das fühlte er. Nelina schwebte weiter, dann zog sie einen Kreis und blieb unsicher in der Luft stehen. »Es war hier, aber da ist nur Wüste.« »Wir landen«, meinte Aaron. Er musste sich sowieso die Beine vertreten. Nelina sank in die Tiefe. »Mir ist nicht wohl dabei«, erklärte sie. Auch Aaron hatte ein merkwürdiges Gefühl. Ihm war schummrig und er wusste nicht, ob es auf die Anstrengung der Reise zurückzuführen war oder an etwas anderem lag. Sein Kältezauber ließ immer wieder nach und schließlich gab er auf. Als sie den Grund erreichten, fühlte er sich seekrank. Er spürte den sanften Aufprall, als Nelinas Beine den Boden berührten und für einen Moment zogen sich schwarze Vorhänge vor seine Augen. Als seine Sicht wieder klar wurde, traute er seiner Wahrnehmung nicht. Kühle Luft fuhr ihm durch die Kleider. Ein vertrauter Geruch nach Stein und Höhe bestätigte ihm, was er sah.
Sie waren auf dem Gipfel eines Berges gelandet, inmitten eines ausufernden Gebirges. Nachdem sie sich von der Überraschung erholt hatten und Aaron sich damit abfand, die Phänomene dieser Welt nicht zu verstehen, marschierten sie los. Auch wenn es gerade auf diesem unwegsamen Gelände einfacher gewesen wäre, den Luftweg zu nehmen, beschlossen sie, zu Fuß zu gehen. Nelina und Aaron waren sich sicher, andernfalls wieder über der Wüste dahin zu gleiten. Nur dadurch, dass sie in Kontakt mit dem Gebirgsboden waren, schien es überhaupt zu existieren. Da sie ein Tal suchten, gingen sie bei Möglichkeit bergab. Doch Aaron glaubte, den schwersten Teil des Weges hinter sich zu haben. Das richtige Tal zu finden, dürfte kein Problem sein, weil sich dort ja der sogenannte Eiserne Turm befand. Einen Turm zu finden, konnte nicht so schwer sein. Vielleicht dauerte es ein bisschen, aber sie würden es schaffen. Frohen Mutes schritt er voran. Eine Weile wunderte er sich, warum er so gute Laune hatte, so optimistisch in die Zukunft blickte. Dann dämmerte es ihm. Die schwere Last, die ihn niedergedrückt hatte, weil Nelina und er sich in ständiger Lebensgefahr befanden, war von ihm gewichen, als sie in die andere Welt geflogen waren. Sein Vater war verbrannt, er selbst gebissen, gefangen genommen und gequält worden. Nelina war ihm entrissen worden. Sie hatten zusammen fliehen müssen, sich verstecken, auf der Hut sein. All das hatten sie jetzt hinter sich gelassen. Ernsthaft überlegte Aaron, seine Schwestern abzuholen und ein neues Leben hier zu beginnen. Wie groß mochte diese Welt sein? Ob es hier auch Menschen gab? Und wenn nicht? Wenigstens für eine Weile könnten sie hier leben, bis sein Name und sein Gesicht in seiner Heimat vergessen waren. »Was hat es eigentlich mit deinen beiden Herzen auf sich?« fragte er nach einer Weile. »Ich brauche beide zum Überleben«, erklärte Nelina nach längerem Nachdenken. »Wenn mein erstes Herz nicht mehr schlagen würde, müsste ich augenblicklich sterben, so wie ein Mensch. Mein zweites Herz jedoch kann ich für eine gewisse Zeit aus meiner Brust herausnehmen. Ich habe es noch nie versucht«, setzte sie hastig hinzu, als sie Aarons entsetzten Gesichtsausdruck bemerkte. »Aber ich fühle, dass ich es könnte. Bekäme ich das Herz nicht zurück, würde ich bald sterben, das weiß ich, aber für eine kurze Zeit ginge es. Ich glaube, dieses zweite Herz ist von großem Wert, aber ich kann nicht sagen, warum. Vielleicht ist es eine Art Pfand, das Drachen geben können.« Schweigend trotteten sie weiter durch die Gebirgslandschaft. Irgendwann hörte Aaron auf, über das Rätsel der Drachen nachzugrübeln und konzentrierte sich auf seine Aufgabe, den Turm zu finden. Er hielt Ausschau, wog ab, welche Wege sie einschlagen sollten, sann darüber nach, ob es einen Trick geben könnte. So wie es auch einen Trick bei den Drachenbergen inmitten der Wüste gegeben hatte. Doch seine Bemühungen änderten nichts daran, dass sie Stunde um Stunde über kalte Steine wanderten und dann urplötzlich die Nacht hereinbrach. Von einem Moment auf den anderen wurde es finster und über ihnen leuchtete nur noch das Zelt der Sterne. Die beiden Sonnen hatten sich wieder in zwei rote Himmelskörper verwandelt. Noch ehe Aarons Augen sich an die Dunkelheit gewöhnen konnten, drang eine süffisante Stimme zu ihm, die nicht Nelina gehörte. »Da ist er also, der dritte Drache. Damit wären die drei Drachenkrieger dieses Jahrhunderts also vereint.«